Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, wir machen jetzt nochmals die Schlüsselwächter, den hier im Turm. Und da gehen wir mal in die Oase und suchen den dort auf. Vielleicht droppt er uns den zweiten Schlüssel und die halt noch nicht, aber ich hoffe, dieser hier spawnt uns mal einen Schlüssel, weil wir den noch nicht haben. Hallo, Aspekt des Hasses. Oh, machst du Schaden? Ich brauche aber den Schlüsselwächter. Gehen wir mal hier runter. Josh macht er. Was sagt Josh? Oh. Invasion der Frauen. Genau, die Kette ist aus, ich kann durchlaufen. Und nochmals. Geh mal weg. Oh Gott. Diese Kette macht... Ah ja, jetzt kommt noch eine zweite. Ganz genau. Lass mich mal in Ruhe. Ich habe nichts bestellt. Die Vorspeise fällt heute aus. Genau, Sven, vampirisch. Genau das, was man braucht. Schlingschreck. Oh je, yeah, die Namen. Wo ist mein Legendary? Da ist er ja. Der Schlüsselwächter. Noch ein bisschen Erfahrung bekommen. Sehr schön. Gebt mir mal die Heilkugel. Ah, auch nichts gedroppt. Also, dann gehen wir mal in die Oase. Oase. Gucken wir mal hier. Wo ist hier der Schlüsselwächter? Der Händler könnte hier auch irgendwo sein. Da oben ist der Schlüsselwächter. Nein, bitte nicht. Schön, dass du schon hier bist. Gib mir einen Schlüssel. Ja, Schlüssel. Aber jetzt will ich noch den Händler suchen. Also die droppen immer Schlüssel, oder was? Schade, dass man nicht einen Schlüssel viermal braucht für einen Boss. Also für die zwei Bosse. Sondern alle vier für einen Boss. Für zwei Bosse. Hier oben haben wir doch einen Wächter, eine Elite, also so ein
Unique Monster. Dann besuchen wir den mal. Nein. Ohne mich. Ich bin nicht eingeladen. Ich bin nicht eingeladen, also halt. Weg da. Yeah. Ohne Heilbrunnen. Schön. Genau, da kommt das Teil raus. Der Lodrsch. Jetzt könnten wir langsam den Brunnen gebrauchen. Ich warte, bis ich noch ein bisschen... Okay, der war nicht so stark. So. Also hier unten müssen wir irgendwas machen. Betrete das Grab von Saradar. Sardar. Aha. Das Grab von Saradar. Es ist so modrig und schmutzig. Ja, das müssen wir eigentlich nicht machen. Das ist nicht so gewinnbringend. So, das sind unsichtbare Gegner. Ha. Oh, Grüße. Ja, ich wusste, dass hier Gegner sind zuerst, die töten. So, und jetzt öffnen. Oh. Hallo, ich bin ein Legendary. Oh Gottchen. Grüßchen. Würmchen. Das sind kleine Würmchen. Lass mich mal in Ruhe. Ha! Ach, weg da. Oh, die droppen schön. Ah, endlich! Bitte ein Nagelring. Nein, kein Nagelring. Was? Band des leeren Raunens, den hatte ich noch nie. Dieser Ring sucht gelegentlich Gegner in der Nähe heim. Was heimsuchen? Geister? Ah, das ist wahrscheinlich Heimsuchung. Ein Skill vom Hexendoktor. Ja, der eigentlich echt viel Damage macht. Ah, ich weiß, was ich mache. Ich suche hier einen schlechten Ring. So, und tu dem geben. Gut, dann schauen wir doch mal, wie der sich heim sucht. Gelegentlich. Wie oft? Oder funktioniert das beim Ding gar nicht? Beim Begleiter. Hm.
Ah, jetzt habe ich es gesehen. Ja, jetzt ist er heimgesucht. Gut. Krise. Oh, 75. Sehr schön. Widerstand, bitte. Gebt mir mal den Händler, ich möchte ihn einfach mal kennenlernen. Hat so schöne Setpläne, also nicht nur Setpläne, Unique Pläne, also Legendary Pläne auch noch. Und so weiter. Also da oben kann es nicht sein, das ist nämlich so eine Sackgasse. Ein Rundweg. Hier haben wir doch irgendwas. Was ist hier unten? Ah, das ist die. Haben wir zwei Schatzkammern auf einer Map. Hier ist die vergessene Ruin. Aha. Oh Gott. Viele Gegnerchen. Sterbt alle. Ja, habe ich auch gemerkt. Ich muss doch zuerst ein Salto schlagen. Oh Mann, die sind zu schnell. Die verbreiten diese Blitze zu schnell. So. Dankeschön für das Lob. Ach komm. Also wir haben hier genug Sinn. Wir gehen jetzt noch kurz ins nördliche Hochland. Und er soll wieder den Tierdrift probieren. Das mache ich dann im nächsten Part. Ich muss hier nördlich ins Hochland schauen, ob dort der Händler ist. Das sind jetzt links, okay.
Truhe. Hier habe ich einen Baum gehört. So, gebt mir mal die Truhe. Was kommt raus? Die kommen raus. Ja, auch wieder so Blitzdings. Wie heißt das? Elektrisierend. Ah, oh, schön. Gebt mir etwas Gutes. Ach, Blizzard, was habt ihr mit den Truhen gemacht, dass die nur noch so Schrott rausbringen? Hey Gott. Ist das nicht Belohnung genug? So scheinbar ist der Händler auch dieses Mal nicht hier. Ja, vielleicht kann ich etwas rauskriegen, wenn ich im Internet ein bisschen stöbe. Also. Vielleicht ist es auch nicht in diesem Gebiet, sondern in Leorix, also Jagdgründe. Also so etwas. Keine Ahnung. Wir machen jetzt ein neues Rift. Wir müssen noch kurz warten. Oh, viel Schaden. Also den Schlüssel tun wir jetzt hier rein. Oh, die stecken sogar, sehr schön. Den Ring hier. Gut, dann können wir gleich jetzt rein. Ah, noch kurz Kadala. Nach Ringen. Was? Das hatte ich dabei. Was ist für guten Ring? Der da. Naja. Schade, es kommen gar nicht so viele Ringe wie andere Items dabei raus. Okay, Oryk. Oryk muss ich nicht anreden. Ich muss nur hier rein tun. Okay. Bitte nicht so ein langatmiges Level diesmal. Ja, das scheint ein bisschen ein weniger kompliziertes Level zu sein. Oh, Grüße, Spinchen, Tadium, die Alte. Mhm. Der Alte. Oh, ein schnelles Spinnenvieh. Geh weg da. Oh Gott, komm noch. Solche Teile. Grüße. Und tot. Hahaha, keine Chance. Also ein Spinnen Festungsabteil da. Motten, viele Insekten und Tiere. Die Schamanen sind die Tiere.
zäh wie Suppe. Boom! Gib mir noch ein Legendary. Ich brauche noch ein Legendary. Zum Frühstück. Schon 4 Uhr 33, Gott, oh Gott. Und ich habe noch nichts geschlafen. Ist natürlich nicht so gut, wenn man keinen Schlaf hat. Dann redet man wie das Zeugs und verstellt die Stimme. Oh Gottchen. Ich bin dann immer voller Alkohol. Nicht. Sehr schnelle Gegner. Mit Feuerdings und böse. Mit Feuerkette. So, was ist noch hier oben? Hier muss doch noch etwas sein. Wenig Erfolg. Aha. So was. Und wo ist der Elite? Da oben. Aha, das sind die Giftpfützen von den Spinnen. Die können einfach so Giftpfützen machen. Jetzt kommt einer. Sieht man auch unten im Chat, wenn einer kommt. Oh, ich bin gleich noch ins Wurmloch rein. Gib mir mal ein bisschen Damage. Mach mehr. Ich muss mehr Damage machen, sozusagen. Hui. Gold. Ich bin reich. Oh, da kommen von beiden Seiten. Gib mir mal Damage machen, machen Damage. Hahaha. Ich mache Damage. Noch mehr Motten. Yeah.
So. Sehr schön. Die nächsten kommen schon gleich. Der erste ist schon down, die zweiten kommen sogleich. Auch down werden sie. Gehen schnell down, sie gehen so schnell down. Ah, ich sehe. Oh, drei Stacks wieder. Und jetzt nicht mehr. Okay. Ging schnell weg. Oh, endlich aus dieser Spinnenhölle raus. Hoffentlich bekommen wir noch genug, sonst müssen wir nämlich hier wieder zurück. Aber wir sind erst in der zweiten Ebene, das ist gut. Oh Gott. Viele und zähe. Ja, die Hälfte haben wir schon. Die geben mir recht viel Fortschritt. Wir gehen oben durch. Bisschen ein Umweg ist schon gut. Aha, das ist kaputt. Da müssen wir doch unten weiter. Mal hier hoch. Hier ist es auch kaputt und hier geht es auch kaputt. Aha. Oh. Mach Portal auf, aber schnell. Mach ein Portal auf, hast du verstanden? Ich habe gesagt, mach ein Portal, mach ein Portal. Oh, ein Plan. Krieg der Toten. Hm. Okay, aber ein Legendär möchte ich trotzdem. Die machen wahrscheinlich Encounter auch wieder kaputt. Blödes Plänchenzeugs. Ich will nicht nur Pläne finden. Ich habe im letzten Ding so viele Pläne gefunden. Ich hab bald alle Unique-Pläne, also Legendary-Pläne, so weitergehen. Vielleicht ein Set-Plan könnte ich noch gebrauchen, einer für eine Charakterklasse, wenn es das gibt. So, ich gehe mal oben durch. Geht's hier wenigstens oben durch? Ja. Oh. Was fürste Verdammnis? Wermut. Der heißt Wermut. Der Wermutstropfen. Ach. Also nicht so gut, wenn ich da drauf bin. Sterbt alle. Gut. Und hier wieder runter. Tag, Leute.
Also. Oh. Hier kommen welche hoch. Die muss man ganz schnell töten. So. Nächste Runde, Gegner. Ha, 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 ha. Grüße. Kann ich dich auch töten? Dankeschön. Sehr nett. Da oben sind auch welche. Weg damit. Lass es regnen. Lass es regnen. Ein Unbegrabener noch. So bist du unbegraben. Dich sollte man vergraben. Ich vergrab dich auch. Leider bist du in so viele Stücke zerfallen, dass ich nicht alles vergraben kann. Da sieht man gerne so viel Damage, die ich mache. Ah, dein Kollege unbegraben ist hier. Ja, der ist leider auch so zerfallen. Oh Gottchen, Blizzard. Was macht ihr nur mit den Gegnern? Wieso lässt ihr das zu, hä? Die unbegrabenen Stinker. Boah, sind die schnell gestorben durch diese Attacke. Gib mir das Gold. Dankeschön. Oh, der nächste. Leute, Gegner. Nein. Nein. Geht weg mit dem... Geht weg mit dem Teil. Ich mag Eis nicht. Okay. Alles weg. Kommen schon. Es wird angestanden. Nicht vordrängeln. So hole ich die Polizei. Gut, und wo ist der Wächter? Hä? Komm, Wächter. Nächste Gegner, bitte. Ah, oh, nicht die. Blöde Spärchen machen, aua. Oh, der Sandform. Aua. Die hat eine blaue Aura. Was macht die blaue Aura? Ah, das ist wahrscheinlich nur das Licht, was von ihm ausgeht. Jetzt ist es weg. Aua. Nicht Wirbelsturm zu mir. Auch kein Feuerball.
legendär zum Abschluss. Noch eine. Zwei Gürtel. Okay. Weg da. So. Gucken wir die Gürtel mal an. Sind zwei unterschiedliche, das ist gut. Dann schauen wir mal den Gürtel an. Band von Schermer. Chance beim Treff ein Chaos fällt zu erzeugen, dass Gegner, die sich darin befinden, für 2 Sekunden blendet und verlangsamt. Okay. Und dieses Gürtelchen? Kraft des Donnergottes. Wenn ihr Angriffe blockt, ihnen ausweicht oder getroffen werdet, entfesselt ihr elektrische Blitze, die 111 Waffenschaden als Blitzschaden verursacht. Und Blitzfertigkeiten verursachen 11 mehr Schaden. Das ist doch besser. So. Wow. Okay, dann werde ich noch ein bisschen Magic finden bis zum nächsten Mal. Und werden dann den Rift gehen. Den großen Rift gehen. Tiere Drift. Der erste wird wahrscheinlich leicht sein, aber dann nicht mehr so. Schauen wir noch kurz hier den Plan an. Wir haben nicht geschaut, was es war. Also hier war es nicht. Krieg der Toten, nein. Gesang des Toten, oder so etwas. Ungebundener Blitz. Ah, das ist der wo. Hallo? Nicht die Waffe, oder? Und es ist diese Waffe gewesen. Ist zwei Hand nur für den Baba. Okay, egal. Ja. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich werde hier noch die Sachen verkaufen und eben bisschen Magic Fan machen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Bye.